Und jetzt ist Dirk Heidemann bei uns. Ich freue mich. Ja. Also dein Outfit, gut, das könnte ich nicht tragen. Da hätte ich die Figur nicht. Ja, ich dachte heute mal gedeckte Farben, ein bisschen schlichter. Ja, muss ja immer nicht immer so auffällig sein. Ne? Dieses Outfit spiegelt deine Stimmung wieder. Dir geht's gut. Du schaust toll aus. Bombe. Ja, super. Freue ich mich sehr. Ja. Was treibst du denn die ganze Zeit? Was ich treibe? Also ich habe jetzt fange ich wieder an zu arbeiten. Ja. Geht ja wieder so langsam. Aber jetzt ist auch ein bisschen Sommerpause. Also ich genieße eigentlich Berlin, genieße jetzt Wien. Schön. Ich liebe Wien. Und ja, Schnitzel habe ich noch nicht geschafft, schaffe ich aber noch. Und war auch schon unterwegs einmal abends. Ja, hast schon ein bisschen die Stadt genossen. Ja, genieße im Moment mein Leben, genieße meine Gesundheit und genieße, dass das alles vorbei ist, dieser ganze Horror, hoffentlich. Ja. Ja, du meinst, du redest von der Pandemie. Von der Pandemie. Ja, ja. Ich hoffe, dass das jetzt dann im September nicht wieder losgeht. Nein. Aber ich bin einfach gut drauf und es ist schönes Wetter. Toll. Und was soll man machen? Mir ging es so schlecht, dass ich nur glücklich sein kann. Ich bin einfach so glücklich und so gut drauf. Super. Mich haut auch nichts mehr um. Gar nichts mehr. Mich kann nichts mehr umhauen. So soll es sein. Ja. Hat dich umgehauen, dass Silvia Schneider bitte nach ihrer Dancing Stars Karriere jetzt Staatsmeisterin im Tanzen geworden ist? Ja, soweit ich gehört habe, in Pro-Am. Was heißt das? Pro-Am ist ein Profi, also ein Trainer, ein Tanzlehrer. Wer das war, weiß ich jetzt nicht. Wir haben leider keine österreichische Zeitung. Deutschland haben wir schon. Danilo Campisi, ihr Tanzpartner. Mit Danilo. Und sie ist der Amateur quasi. Ja. Und das sind wenige Paare. Und da gratuliere ich herzlich. Okay. Aber das ist nicht mit einem Staatsmeister oder einem Meister eines Landes zu vergleichen. Okay, also der Bewerb ist kleiner. Und ist eine feine Sache und die tanzt ja auch gut. Aber schön, und dass Danilo die da so sowieso. Das ist schön, dass sie da so dran bleibt, oder? Das ist ja ungewöhnlich. Ich finde das gut, aber sie war ja schon immer dran und sie ist sehr begabt. Und warum soll sie es nicht machen? Ist ja auch ein Sport. Ist ja auch fürs Fernsehen gut. Man kann sich bewegen. Ne? Also na, man, und wenn man, also ich sage mal, in der Tanzschule, wenn man auch nicht tanzen kann, man lernt vielleicht, wenn man heiratet, geht man wenigstens elegant zum Altar. Traualtar. Das ist ein guter Tipp. Ja, ja. Zumindest zum Traualtar kann man elegant gehen, wenn man schon das Tanzen nicht erlernt. Ja. Sag mal, Dancing Stars, weißt du schon, bist du wieder dabei? Ist da schon irgendwas abgesprochen? Ich habe noch keinen Anruf gekriegt, aber ich habe ja schon so viele Angebote im Herbst. Das wird jetzt langsam schwierig. Ne? Also, ich habe jetzt Taiwan kommt jetzt wieder. Die sind ja, also, da ist ja irgendwie 0,0, da ist ja nicht mehr los, also mit Pandemie. Und naja, ich meine, ich war jetzt dreimal dabei und ich muss sagen, ich bin dem ORF so dankbar, weil ich habe so in erster Linie Wien und Österreich so schön kennengelernt und habe viele wirklich Freunde auch kennengelernt. Schön. Liebe Leute, ganz oben, Andrea Gabler vom ORF, schau lieb, Dagmar Koller, Andrea Heinrich, Tom. Conchita, Anja süß. Und Thomas Rabitsch, alles Leute, mit denen ich wirklich gut verbunden bin. Und das war eigentlich das Schöne. Mhm. Und für mich war die Sendung auch sicherlich schön oder ist immer noch schön. Aber wirtschaftlich gesehen war das für mich eigentlich ein Hobby. Geld verdienen, das ist klar. Naja, nun muss man ja auch. Ja, so ein Plastikding kostet ja auch Kohle. Ne? Plastik. Schauen wir uns doch einmal schöne Bilder von dir an. Wir haben dich geliebt, wir lieben dich bei Dancing Stars und deine Outfits auf alle Fälle. Schauen wir noch mal rein, ich habe ein bisschen was zusammengefasst. Wir sind dabei, die einmal die Woche tanzen gehen, wie Riem zum Beispiel, Mit Anna. Ist more sexy, wenn es etwas bedeckter ist, als wenn du es zu nackt siehst. Das war für einen AIDS-Spot, gell? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Freitag ist es wieder diese Bar und ich muss dir jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Jetzt sehe ich die Zukunft positiv. Also, geh da gleich noch einmal mit, der Dirk, bei diesem Rap. Coole Sache. Ja. Schön, dass du bei uns bist. Ja. Ich freue mich sehr. Lieber Dirk, wir sprechen gleich noch weiter. Ja. Jetzt ist die Zeit im Bild an der Reihe. Peter Teubenwacher ist für uns schon im Zeit im Bild Studio. Und dann freuen wir uns auf Dirk Heidemann, der bei uns bleibt. Wir schalten zu Martin Ganster nach Bodersdorf. Ins Burgenland, so wollte ich sagen. Und ja, wir sind da. Bunt und lustig. Ja, und Dirk Heidemann. Wir bleiben bunt. Soll wir bleiben bunt. Zieh dich mal um. Ja, Dirk zieht sich um. Ich glaube, er hat was dabei. Bis gleich. Ich hoffe nicht.